So, mein Freund, du hast deine drei Seelen, du kannst zurück. Du hast es vollbracht. Du bist ein viel stärkerer Schnitter als ich. Aber wieso musstest du überhaupt drei Riesenseelen besorgen? Wow. Ich hätte diese Riesenseelen niemals alleine bezwingen können. Jetzt ist die Zeit gekommen. Endlich. Lass uns diese Tür aufbrechen, Grünschnabel, und unsere Aufträge zu Ende bringen. Und jetzt betreten wir die andere Seite. Der Tod muss ziemlich schmal sein. Da sind wir nun. Dies ist das Jenseits. Und es gibt hier keine Lebenszeichen. Hallo? Mit so einem Beutel. Tod. Bist du der Tod? Ich dachte, die Geschichten über den ursprünglichen Schnitter seien nur so wirres Zeug, das die freien Krähen von sich geben. Ja, nun, das bin wohl ich. Also, wenn ihr gar nicht wusstet, dass es mich wirklich gibt, dann seid ihr wohl nicht gekommen, um mich zu retten, oder? Nein, tut mir leid, wir sind aus anderen Gründen hier. Vielleicht könntest du uns sogar helfen? Hey, das ist aber echt dreist. Aber klar, ich meine, was sind schon wenige Minuten zusätzlich nach ein paar hundert Jahren? Also, warum seid ihr hier und wie habt ihr es überhaupt geschafft, herzukommen? Wir suchen Seelen, welche die Tür des Todes, also deine, durchschritten haben. Wir sind dienstverpflichtete Schnitter. Wir benötigen diese Seelen, um unsere Aufträge zu erfüllen und unseren Stand bei der Kommission wieder ins Reine zu bringen. Sonst sterben wir nämlich. Oh, wie unangenehm. Nach Seelen könnt ihr ja lange suchen. Alle körperlosen Seelen, die durch diese Tür kommen, lösen sich im Äther auf. Die Seelenenergie muss wiederverwendet werden, um neues Leben zu erschaffen. Deshalb war ja meine Arbeit so wichtig, auch wenn die Lebenden mich dafür gehasst haben. Früher war ich immer unterwegs und habe die Seelen selbst geerntet. Anschließend habe ich sie mitgenommen hinter den Schleier. Aber das war so deprimierend. Nicht für die Seelen, denn denen ist das egal, aber für die Lebenden, die sie zurückließen. Ich wünschte, ich könnte sie wissen lassen, dass man vor dem Sterben keine Angst haben muss. Es gehört einfach zum Zyklus des Lebens. Ich gebe zu, im endlosen Lauf der Zeit hatte ich diesen Zyklus irgendwann bis ohnehin satt. Dann kam eines Tages ein seltsames Wesen zu mir mit einem Vorschlag. Dieses Wesen konnte Portale erschaffen, Türen, die an jeden Ort auf der Welt führten. Er sagte, ein automatisiertes System könne mit Hilfe einer solchen Tür das Einsammeln von Seelen übernehmen. Wenn die Tür offen stand, würde sie die Seelen der Toten anziehen. Sozusagen eine Art Leuchtturm am Gestade des Äthers. Als Gegenleistung wollte es sein Leben verlängert haben. Also, eigentlich wollte es unsterblich werden, aber das geht natürlich nicht. Wenn sich eine Seele nach ihrem vorgesehenen Todeszeitpunkt zu lange weiter herumtreibt, bis sie gar nichts mehr mit ihrer Sterblichkeit verbindet, dann verdirbt sie und nimmt eine dämonische Form an. Alles Leben muss enden. Naja, irgendwann. Während ich mich also ausruhte, kamen und gingen mehrere Generationen dieser selbsternannten Lords der Türen und erfreuten sich ihrer unnatürlich langen Lebenszeit. Am Ende fügte sich jeder von ihnen der Endlichkeit des Daseins und begab sich bereitwillig in den Äther. Solange, bis einer sich weigerte. Damit kommen wir zu eurem derzeitigen Lord der Türen. Am Ende seiner zugemessenen Lebensspanne hat euer Lord unsere bewährte Vereinbarung unterlaufen. Er meinte, es habe da einen Vorfall gegeben. Die Tür würde nicht mehr gut funktionieren und müsse neu erschaffen werden. Die Rekonstruktion der Tür erforderte angeblich die Berührung des Todes, um die Tür mit dem Äther zu verbinden.
Aber als diese neue Tür dann erschaffen und geöffnet war, stieß mich der Lord hinein und versiegelte sie von außen. Es gab kein Entkommen für mich. Und verirrte Seelen konnten nicht mehr in den Äther übergehen. Kein Tod mehr unter den Lebenden. Seitdem bin ich hier. Allein. Ganz allein. Aber meine Auftragsseele, die ist doch wohl hier. Die muss doch hier sein. Ich bin ihr bis zu dieser Tür gefolgt. Irgendwie ist sie hier hineingelangt. Bist du sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Tut mir leid für dich. Wenn hier eine Seele ohne Körper ankommt, verschwindet sie in den Äther. Früher oder später muss alles, was beginnt, auch ein Ende haben. Dann gibt es also keine Hoffnung. Sie muss ja doch noch irgendwo sein. Nein, 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 nein. Ich habe so viele Jahre darauf verschwendet, nach dieser Seele zu suchen. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ich will aber nicht sterben. Oh wei. Du hast wohl dein Mindesthaltbarkeitsdatum ein klein wenig überschritten. Die graue Krähe. Okay, ich habe schon erwartet, dass es einen Krähen-Bosskampf gibt, aber nicht, dass er es unbedingt sein wird. Oh. Oh, der war in mir, okay. Oh, ein schwarzes Loch, okay. Aber er ist schon im Flug gestorben. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich einen frischen Luftzug verspürt oder gesehen habe, wie, ich meine, überhaupt etwas gesehen habe. Man weiß Dinge bekanntlich erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das habe ich bei meiner Arbeit oft erlebt, aber bevor euer Lord der Tür mich weggesperrt hat, dachte ich nie, dass es auch mal auf mich zutreffen könnte. Es tut mir leid, was gerade mit deinem großen gefiederten Freund passiert ist. Mit den Lebenden ist es immer hart, die Toten gehen zu lassen. Noch härter ist es, sie selber ernten zu müssen. Ich kann das Gefühl irgendwie verstehen. Auch wenn das nicht deine Absicht war, hast du mir gerade einen großen Gefallen getan, Krähe. Aber das alles ist noch nicht ganz vorbei. Die Tür wurde zwar zerstört, aber meine Macht ist leider immer noch in ihren Trümmern gefangen. Ein Teil meiner eigenen Seele wurde eingesetzt, um die Türen zu erschaffen, und den muss ich wieder haben, bevor ich wieder meine Arbeit tun kann. Das heißt, wenn wir diesen Zyklus beenden wollen, muss jemand anderes den Lord der Türen ausschalten. Du rätst nie, wer das ist. Ich werde nie wieder Abmachungen treffen, so viel steht fest. Geh zurück in dein Büro und ernte die Seelen deines Arbeitgebers, Krähe. Und vergiss nicht, du hast den Tod auf deiner Seite. Oh.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Meine Lieben mit Krähen, der langweisende Augenblick ist gekommen. Heute wurde die Tür des Todes geöffnet und der Tod selbst wurde befreit und der Welt zurückgegeben. Fürchtet euch nicht, denn dies ist nicht das Ende aller Tage, sondern der Beginn einer strahlenden neuen Zukunft. Die Mächte von Leben und Tod werden für 1000 Jahre in ein unnatürliches Chaos gestürzt und wir Krähen waren daran beteiligt. Wir müssen unser Unrecht wieder gut machen. Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wir müssen uns gegen jene stellen, die uns eine Zukunft ohne Hoffnung führen wollen. Es ist Zeit, dass das Regime des Lords der Türen endet und wir zu einem natürlichen Lebenszyklus zurückkehren. Selbst jetzt, wo unsere Welt vielleicht bald für immer vergessen sein wird, können Seelen wie diese kleinen Waldgeister immer noch aus den Ritzen auftauchen. Bald beginnt ein neues Zeitalter und in der Welt wird es von neuem Leben wimmeln. Damit das geschehen kann, müssen die letzten Stunden dieses verheißenden Tages genauso ablaufen wie vorherbestimmt. Die Krähe, die den Tod befreit hat, muss die Herrschaft des Lords der Türen beenden. Wir haben einfach keinen Namen. Gib uns kostenlos Upgrades. Noch mehr Eile oder Stärke? Vielleicht wäre Eile klüger gewesen, aber na, beides ist gut.